tried so hard and got so far. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ich habe jetzt schon 3 Abschlussketten. Das ist wirklich richtig geil. Ich habe gestern einfach 2 Abschlussketten gemacht. Hintereinander, beide Runden waren hintereinander. Und wirklich, also natürlich kann man das nur mit Reaper, wirklich, das ist so krank. Reaper ist dafür so ein guter Spezialist. Also wenn ihr noch keine Abschlusskette habt, dann spielt Reaper, dann habt ihr wirklich fast schon safe eine, weil der ist so gut, der Spezialist. Weiters, ihr seht, ich habe hier 241 Koffer, 40 Kisten und 4 Bestechungen. Ich werde dann irgendwann mal einen Livestream machen, einen kurzen, wo ich die ganzen Kisten und so aufmache. Aber das mache ich erst nächste Season dann, wann die M16 draußen ist, wann man weiß, ob die M16 in einer Community-Herausforderung ist oder in Kisten zur Verfügung ist. Dann mache ich die Kisten auf. Und im Anschluss seht ihr ein Live-Kommentar von mir. Ich habe einfach generell über die ganzen Aufträge hier gesprochen, über die. Kurz gesagt, ist ein geiles Feature von Black Ops 4. Man kann Reserven bekommen, es ist alles cool. Und man muss denken, okay, 1000 EB, 2500 ist nicht viel, aber stellt euch vor, ihr macht das 50 Tage lang. Stellt euch vor, ihr macht 50 Tage lang die ganzen Missionen da alle, ganzen Aufträge, dann ist das schon einiges an Level und dann levelt man auch wirklich schneller. Kurz noch zur Waffenklasse. Die Waffe habe ich gespielt im Game. Umgehen mit dem Scuf, keine Ahnung. Ohne Scuf wirklich war ich mit der Maddox so scheiße. Jetzt bin ich mit der Waffe eigentlich ziemlich gut. Die Waffe kann ich nur empfehlen, so wie ich sie jetzt spiele, so. Oder halt einfach mit Schellenmagazin, wie einer will. Aber ich spiele sie eigentlich eher oft so. Schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr lieber mögt, also lieber Live-Commentary wie heute. Also einfach, wenn ich mit euch im Video, im Game über etwas rede oder irgendwas besprechen oder irgendwas erzählen. Oder ob ihr lieber einfach Gameplay mögt, so wie die letzten Videos eigentlich waren. Und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Macht die 360 Abonnenten voll, wir haben glaube ich hier nur mehr zwei oder ein Abonnenten fehlt nur mehr. Ja, und ich glaube es ist alles gesagt und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. So, wir spielen jetzt die Maddox und reden auch ein bisschen über die Aufträge, was ich gerade mache. Die Aufträge generell sind eigentlich alle ziemlich leicht, manche sind ein bisschen nervig, so wie diese Knusper oder wie die heißt, Medaille, da wo man mit Splittergranate oder irgendwie so einen Doppelabschuss machen muss. Das finde ich ja, einfach nur nervig, es ist nicht schwer oder so, es ist einfach nur nervig. Und ja, aber sonst im Allgemeinen sind eigentlich die Aufgaben alle leicht. Und ich finde, es ist natürlich ein cooles Feature, was da Ding eingebaut hat. Treyarch, weil ich meine, es ist besser wie nichts. Wir wollten ja Aufträge auch haben und jetzt haben wir sie. Und natürlich ist es erst da wenig, wenn man so sagt, man bekommt 1000 EP pro Auftrag, bei manchen natürlich auch mehr. Aber im Grunde genommen. Warum läuft der weg? Aber im Grunde genommen ist es insgesamt ein cooles Feature und auf zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man macht 10.000 EP durch Aufträge pro Tag. Da muss man denken, das auf 100 Tage gerechnet ist dann schon wieder viel. Oder das auf 50 Tage gerechnet. Also, das sind da schon einige Level. Also das zahlt sich schon auch aus, gewisse Aufträge zu machen. Macht die, was ihr wollt. Macht die, was einfach komplett leicht sind. Und ja. Ach, schwierig, Alter. Milizia ist immer so eine komische Map, wirklich, finde ich. Oh mein Gott, aber mein Aim mit der... Ja, let's go.
Was hat der da jetzt? Wir verlieren B. Piss dich mit dem. Ja, ich muss abhauen. Die Mets machen wieder nichts. Komm, der mit Shotgun. Ja, der mit Shotgun. Der will immer noch mich. LOL! Ich hab grad aufs Scoreboard geschaut. Er ist tot. Den haben meine Teammates. Ja, du bist so ein Bot, Alter. Übernehmen Charlie. Digga, schau doch auf, Teammate. Ich meine, ich sag schau auf, Teammate. Ist so ein. Nein, ich hab schon wieder. Alter, hätte ich den jetzt noch bekommen. Aber er spielt natürlich Rampart und Rampart ist halt, ja, auch halt die stärkste Waffe im Game. Alter, die gehen ja nur auf Caps, die Gegner. Unglaublich. Chillt doch. So. Also ich mache natürlich nicht jede Aufgabe mehr, weil da wo man EP bekommt, das bringt sich's bei mir nicht. Weil ich brauche kein EP mehr, bin ja schon getauscht. Ja, ich will auch mal C erobern. Wir verlieren Alpha. So. Alle Positionen gesperrt. Digga, der Typ da, der geht immer auf B. Der Feind hat A. Ja, Team, du gehst vor. Ja. Ich jetzt trotzdem. Ah, ist jetzt Einsatz im einen, mir egal. Ich glaube, ich schaffe die nächste Runde auch wieder. Ja, Bravo verloren. Hä, ja, wo ist der Typ? Ist jetzt unten. Aber ich muss sagen, erstaunlich bei mir ist, dass ich mit Maddox besser aimen kann. Mit Scarf als wie ohne Scarf. Das ist jetzt noch bewundernswert, weil. Normalerweise müsste es jetzt umgekehrt sein, weil ich noch nicht eingespielt bin mit meinem Scarf. Aber ja. Me wird gesichert. Aber ist der da hinten noch? Aber vom Movement her ist es schon geil. Wo ist der? Nein, er liegt am Boden! Wo? Alter, was war denn das gerade, Alter? Und mein Einsatzteam steht einfach so daneben und. Ja. Okay, komm. Was denkt der jetzt, dass er einfach abhauen wird oder was? Digga! Hey, what the fuck? Das zum Beispiel, habt ihr das gesehen? Wenn du mit Gewandtheit slidest, der Gegner kommt überhaupt nicht drauf klar. Habt ihr das gesehen? Er hat noch nach vorne geaimt, aber ich bin schon geslidet halt. Also das Movement verbessert sich wirklich und es hat sich schon am ersten Tag verbessert. Man sieht auch jetzt, ich sehe jetzt auch vom Gameplay her, wenn ich dann das Video hochlade, ich slide viel öfter, ich auf jeden Fall das Sliden und mit Sliden müsst ihr auf jeden Fall Gewandtheit reinmachen, das ist das Berg hier rechts, das Grüne, weil das bringt sich wirklich, glaub mir. Wenn ihr mit Gewandtheit gut umgehen könnt, dann noch Sliden gut könnt, das ist schon geil. Da könnte manche Gegner schon richtig outmoven, auf jeden Fall eine anständige Sensei, ja mein Sensei. Digga, die gehen nur auf Caps. Ja, okay, jetzt haben sie, machen sie gerade nicht schlecht. Warum gehe ich jetzt auf B? Ich habe jetzt gerade wieder mit Kreis slided, aber ist nicht so schlimm. Ich habe gewusst, dass der Sensei hat, deswegen erst einmal Abstand von den Gewinnen. So, jetzt komm, den haben wir. Was glaubst du, dass er herumläuft, dass ich dann ihn nicht sehe oder was? Wurde zerstört.
Die haben das. Nice, Teammates. Komm, komm. Digga, ja! Ist egal, ich hab meinen Full Streaks. Ist mir egal. Let's go. Aber der Typ mit Shotgun ist eh nicht gut. Der wird sich denken, oh mein Gott, hat mich in der Luft getötet. Setze Fernlenkladung ein. Ach, ich hab den schon. Schau, er läuft wieder herum, oder? So, wird voll Idiot. Ja. Nein! Hätte ich jetzt geslidet. Ah, das wäre geil gewesen. Digga, mit Fernkampf. Let's go, Samu. Ah, das ist der Samu. Nein, das war. Achso, der vorherige war Samu. Nein! Oh mein Gott, hab ich veraimt. Ja, ich merke das immer. Das Boxen habe ich jetzt auf einer anderen Taste und. Mal abhauen. Ah, hier ist. Wie er wegläuft. Wir verlieren A. Ah, hier ist einer. Schau, wer denkt. Ach, nervt das, Alter, wenn Leute wissen, wo man ist. Ah, ja. Alles gut, alles gut. Ich glaube auch generell, man wird schon so 10-15% besser, wenn man mit Scuff spielt. Erster Report, Alter. Ja, wow, du hast deinen. Du hast erfüllt, was du willst. B einnehmen. Soll er halt machen. Jetzt musst du aber auch noch. Jetzt muss er noch C auch noch einnehmen, das ist was BP. Die gehen ja halt alle auf B, sind die behindert oder so? Die sind ja alle voll geistig gestört. Hä, B haben die doch, oder? Ja, die haben doch. Hä? Achso, die wollen. Ja, moin. Die Triple Cap muss jetzt gleich wirklich. Aber es ist egal. Ach, trotzdem, nice Runde. Ja, ich hab Gegner. Schauen wir uns die noch an. Was war das? Achso, das war jetzt eh das, wo der Bier da erobert hat. Okay, da hab ich glaube ich 4 Leute geholt, oder? Lol. Okay. Zeigt nur 3. Egal. Ich hoffe. Tell me that you love me, even if it's